Wir machen natürlich auch Jenseitskontakte. Tahuti, wen haben wir in der Leitung? Ja, hallo Tahuti, hier ist die Petra. Petra, ich grüße dich. Schön, dass du es geschafft hast. Was? Ja, ich finde es auch schön. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich etwas zu meiner Spiritualität fragen. Okay. Also, konkrete Frage, konkrete Antwort. Ja, ich meditiere schon so lange, etliche Jahre, eigentlich mein ganzes Leben, beschäftige mich mit Spiritualität. Mit Esoterik, nicht mit Spiritualität. Esoterik, ja. Ich wollte dich mal fragen, warum ich da nicht weiterkomme und warum ich nichts... Weil du es mit dem Verstand versuchst. Pass mal auf, ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Ja? Ja. Die Leute wollen immer die Engel hören. Sie streben immer nach dem Höchsten. Hm. Wenn ich zu den Leuten sage, ihr hört ja nicht mal die Flöhe über euer höheres Selbst husten, weil ihr nicht zuhören könnt. Wie will ich hören oder sehen, wenn ich keine Bilder lesen kann? Kannst du Karten deuten? Weiß ich nicht, ich habe es schon probiert. Wenn du meditierst, kannst du das Denken beenden? Ja, das klappt eigentlich schon. Ja? Ja. Wieso gehst du dann nach der Meditation sofort wieder ins Denken rein und mit welchen Energien spielst du? Ja, das ist es. Das ist mein Problem. Mhm. Ich meditiere und nach der Meditation bin ich genau wieder so wie immer für den Stau. Weißt du, was eine spirituelle Odyssee ist? 1, 2, 3, welchen Stapel nehmen wir? Den ersten. Mhm. Solange du glaubst, dass du mit Meditieren einen leeren Zustand erreichst, kennst du dich selbst nicht genug. Ja? Solange einen leeren Zustand, den du ja versuchst mit der Meditation hervorzurufen. Ja? Ja. Du blockierst deine ganze Fantasie. Ja. So, das heißt, wenn du jetzt aufhörst zu meditieren, was passiert dann? Das ist so, als würdest du eine Sucht niederlegen. Ja. Du bist süchtig nach der Meditation. Ja, eigentlich schon. Brauche ich eigentlich schon. Das ist genau das, was ich sage. Auch Karten legen, Meditation und so weiter, kann eine Suchtproblematik sein. Ja. Du suchst über die Meditation. Also hör auf zu suchen und dann wirst du auch sehen, wenn du nicht meditierst. Mhm. Ja. Das ist ungefähr, jetzt stell dir mal vor, ich wäre den ganzen Tag damit beschäftigt, mir selbst die Karten zu legen. Könnte ich dann für andere Menschen da sein? Bitte? Bitte? Könnte ich dann für andere Menschen da sein, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, nein, zu meditieren, mit mir selber beschäftigt zu sein? Nein. Nein, das natürlich nicht, aber ich denke, wenn man abends 1 oder 2 Stunden meditiert, das hat man... 1 oder 2 Stunden? Ja, schon. Das ist aber viel. Ja, das ist aber normal, wenn man schon so lange meditiert. Nein, das ist das, was ich dir sage. Es ist eine Sucht, es hilft dir nicht mehr. Im Gegenteil. Hilft mir nicht mehr. Alles, was ich übertreibe, wenn ich zu viel trinke, bin ich Alkoholiker. Wenn ich zu viel rauche, bin ich Raucher. Ja? Mhm. Wenn ich zu viel Cola trinke, bin ich Cola-süchtig. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich zu viel meditiere, habe ich eine Sucht zur Meditation. Ja. Kannst du 4 Tage ohne Meditation sein? Ja, eigentlich schon. Ja? Okay. Ja. Ich wette mit dir, dass du es keine 8 Wochen aushältst, ohne zu meditieren, ohne dass du Entzugserscheinungen kriegst. Ja, das ist klar. Weil es ist eine Gewohnheit geworden. Nein, es ist eine Sucht. Sucht, siehst du das? Ja. Bei mir als Sucht? Ja. Weil du hast ein absolut... Ja, richtig. Gar nichts. Du hast komplett den Boden zur Realität verloren. Du bist ja nicht mehr im Hier und Jetzt. 1, 2 Stunden meditieren jeden Tag. Ja. Es ist einfach, das ist das, was ich dir sage. Das nennt man den Spiegel halten. Spiegel halten. Mhm, richtig. Ja. Und du meinst, es wäre besser, man hört auf. Nein, ich habe nicht gesagt. Ich habe dir gesagt, dass du hier in einer Suchtproblematik hängst. Ich sage dir, dass du Entzugserscheinungen kriegst, wenn du aufhörst. Ja. Aha. Und was soll ich da machen? Da musst du einen Weg finden, dass du endlich mal wieder in die Erdung kommst. Du bist ja abgehoben. Und wie komme ich wieder in die Erdung? Ich bin jetzt nicht hier, um dich zu therapieren. Ich habe dir einen Schlüssel in die Hand gegeben und jetzt brauchst du jemanden, der dir hilft, dass du im Hier und Jetzt landest. Aha. Ja? Und das geht nicht übers Fernsehen und auch nicht übers Telefon. Ja. Also, ich habe dir doch gesagt, wie es du machen kannst.
8 Wochen lang keine Meditation. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, gut. Und dann höchstens eine in der Woche. Ja. Mhm. Gut. Ja? Alles ich sage dir jetzt schon, du kriegst Entzugserscheinungen. Also gut. Bis dann. Ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, es gibt verschiedene Formen von Süchten.